Hallihallo, Hallöchen, hier bei Hildegards Gastzock auf Nekrums Channel und wir spielen wieder mal Biomutant. Ja, wir sind hier immer noch im Tuckerhof und wir hatten hier eigentlich diesen Platz schon leergeräumt, aber die Kameraden sind jetzt warum auch immer wieder da. Es scheint sie aber nicht sonderlich zu interessieren, dass ich hier bin, insofern lasse ich es einfach mal gut sein und erfreue mich an dem seltsamen Gang des Herrn dort vorne. Und ich hatte ja gesagt, ich will mal gleich schauen, ob wir schon zu Gizmo können und ob wir da ordentlich den Popo versohlt bekommen. Aber vorher mache ich einen kurzen Equipment-Check, denn wir haben ja die Ziegelstadt leergeräumt. Also ich glaube, wir haben sie ganz leergeräumt. Und da wollen wir doch jetzt mal schauen, ob wir uns irgendwie upgraden können, wollen. Und es sieht gut aus. Ich sehe hier viele Sternchen. Komplett Gummipo. Für die Schulter. Nehmen wir natürlich. Und dann gibt es scheinbar was für den Kopf, was interessant ist. Rote Zweifach-Tuft-Strickmütze. Die sieht sehr süß aus, ja. Mit... Oh! Metallkopf. Pop-Up-Deckung. Ja, es ist für Liebhaber, sagt man. Rogo Verknüpfidups. Was genau ist jetzt daran? Der Entenhelm ist auch sehr schön. Der ist immerhin 2470 Blatt wert. Jetzt gucken wir mal kurz durch, welcher uns am meisten Rüstungswert bietet. Ich meine, Gesundheit und Energieregeneration sind natürlich auch interessant, ja. Ja, und ich würde mal sagen, der Entenhelm ist sein Blattgeld wert. Den ziehen wir auch gleich an. Jetzt sehen wir auch nicht mehr so süß aus, sondern dafür dämlich, okay. Rüstung. Da könnten wir immerhin auf... 17. Sind aber mit der Ki-Energie schlechter als hier unsere Streifenhemd-Bomberjacke. Deswegen Energieregeneration ist schon auch nicht schlecht. Bringt uns das mehr Ki-Energie so viel? Ich nehme lieber ein bisschen mehr. Ich nehme das Samurio-Hemd, glaube ich. Das sieht zwar unmöglich aus mit der Entenmaske, aber wir sind ja hier bei keinem Beauty-Contest. So, und da ist ja ganz klar, dass wir die Hose nehmen, die Kämpferseelen-Rockhose. Und ansonsten scheinen wir keine Gegenstände zum Anziehen gefunden zu haben. Werkzeuge, Nahkampfteile, Ausrüstungsteile. Da gehen wir doch einfach direkt mal zu Herstellen. Können wir nicht auch... Nee, können wir nicht. Was gäbe es denn zum Modifizieren? Oh. Stichig 89 bis 128. Das ist natürlich nett, aber 93 bis 142. Holla, die Waldfee. Ist aber weniger Durchdringung und geringeres Angriffstempo. Rissschlitzer. Klingt... Ach du Schande. Da brauchen wir aber Agilität 20. Okay, okay. Ah, das würde ich ja schon gerne benutzen. Wie viel Agilität haben wir denn? Können wir hier nicht sehen? Jetzt gucke ich noch kurz nach dem Roboter. Moment. Ich hätte so gern die Gesundheitsinjektion. Das würde mir so gut tun.
habe ich einen Haufen Kram. Entzündermodul. Vielleicht für Gizmo? Ich weiß es nicht. Schauen wir doch jetzt mal. 20 Agilität habe ich gesagt. Oh, das schaffen wir doch hier. Dann machen wir auf Agilität. Oh, Hund. Ja. Und dann gehen wir hier wieder in die Heidenei. Herstellen wollte ich. Nebenhand. Modifizieren. Und dann können wir doch jetzt hier den Rissschlitzer nehmen. Ja, Mann! Geil! Auswählen. Können wir ein besseres Heft dran machen? Das Buhrohr scheint ja schon ziemlich gut zu sein. Gibt es noch was Besseres? Knochenheft, 430 bis 518. Was hat das Buhrohr? 436 bis 522, ja. Dann bleiben wir doch dabei. Ah, nein, nein, nein. Unzureichende Ressourcen? Ja, schade. Eine Banane, okay. Können wir das Knochenheft nehmen? Nee, 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 nee. Ach, da unten habe ich meine Teile. Das können wir alles nicht herstellen. Ja, Moment, da müssen wir hier verwerfen. Aber wieso kann ich denn nicht? Entschuldigung, ich muss das jetzt mal... Wenn ich jetzt hier den... Ach, der Rissschlitzer hat auch schon zu wenig Teile. Kann ich denn nicht... Wie ist das denn? Doppelklemme. Ein Rüstungsteil mit 5 Rüstungen. Huhu. Aber ich dachte, ich habe jetzt... Also Leute, ich check's irgendwie nicht. Ich habe doch den Rissschlitzer. Und jetzt möchte ich den... Möchte ich den verbinden mit meinem Buchrohr, was ich ja auch schon habe, weil das ist ja schon an meiner Waffe dran. Und dann brauche ich doch eigentlich keine Teile, sondern ich möchte doch nur... Mache ich das hier? Da kann ich ausrüsten, untersuchen. Das haben wir doch aktuell ausgerüstet. So, und jetzt brauche ich so ein komisches Teil. Damit ich es dran machen kann. Das verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz. Aber wir könnten noch mal versuchen. Ach nee, wenn ich den Mondschnitt jetzt verschrotte, kriege ich nicht das Teil, das ich brauche. Wieso brauche ich denn überhaupt so einen Chip dafür? Kann mir das jemand verraten? Ich möchte einen Rissschlitzer nehmen. Na gut. Dann lassen wir es doch dabei. Aber dann hätte ich doch lieber die... Neu herstellen. Nee, das will ich ja nicht.
Dann wählen wir gleich die Faust aus, die Klonk-Faust, die ich mal Klonfaust genannt habe, warum auch immer. Gucken hier noch. Gesundheitspaket, okay. Okay, okay. Wieso? Was ist denn da noch für ein Sternchen? Ah. Okay. Immer noch Sternchen? Moment, wenn ich das Knochenheft zerlege, dann bekomme ich so ein Teil. Verstehe ich das richtig? Ja, ja, gut, das machen wir. Entschuldigung. Und dann möchte ich hier das Buchrohr stichig. Und möchte jetzt bitte meinen Rissschlitzer herstellen. Ja, jetzt habe ich es doch. Schönes Ding, ich freue mich. Gut. So. Okay. Gut, dann schauen wir mal nach diesem kurzen Ausflug in mein Inventar. Ich finde, wir haben coole Sachen gefunden. Gucken wir mal, ob wir von Gizmo jetzt gleich eins auf die Mütze kriegen oder ob wir den Kampf vielleicht noch gar nicht starten können. Ist das Gizmo? Was ist da hinten? Der scheint sich ja gerade nicht für mich zu interessieren. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, schauen wir mal. Oh. Das war doch bestimmt nicht Gizmo, oder? Tja, hätten wir das andere Ding gar nicht zerlegen müssen, wa? Oh! Lande? Okay, das habe ich jetzt zu spät gelesen. Ich habe gedacht, die fliegt mich irgendwo hin. Ja, hat ihr scheinbar auch nicht geschadet. Ah, ein Bioblob. Sehr schön. Gibt's hier noch was? Bringe das hoch runter zum Laufen. Was auch immer das sein soll. Da. Ach, jetzt dachte ich kurz, das ist seine Leiter. Gehen wir mal hierher. Ein Wunder, dass einige dieser Hochrunters überhaupt noch funktionieren. Früher wusste man wohl, wie man Sachen baut. Oh. Ja, hochrunter. Hätte ich mir denken können, dass ein Aufzug ist, ne? Kann man da... Nee, da gibt's nix. Ja, sind das Atommeiler? Und wenn ja, was sagt mir das jetzt? Ach, das war eine alte Weltwissentafel, okay. Das ist Gizmo. Bingo.
Gizmo, ich muss seinen Wondo wieder auffrischen, aber er glaubt wohl, dass du den großen Knall beim Hof verursacht hast. Oh, und er sagt, dass er dich kennt. Du hast ihn früher Gizmo genannt. Er hat dich beim Wiederaufarbeiten gelehrt, dir die Hände dreckig zu machen. Gizmo weiß noch, was für ein braves Kindling du warst. Er kann die Wärme deines Herzens immer noch spüren. Doch Gizmo sagt, dass jeder Erinnerungen anders erlebt. Man kennt die Geschichte, doch die Wahrheit dahinter hat für jeden eine andere Bedeutung. So, jetzt können wir sagen, erzähl mir von meiner Kindlingszeit, erzähl mir von Lupa Lupin oder ich erinnere mich auch an dich. Lupa Lupin, das ist doch der, der unsere Mamu umgebracht hat, oder? Er trägt so viel Hass in sich. Seit der Rache an deinen Eltern ist sein unstillbarer Hunger in den vergangenen Jahren nur noch größer geworden. Er versteht, dass Lupa Lupin ein wichtiger Teil deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und bald auch deiner Zukunft ist. Er glaubt immer noch an das Gute in allen Wesen. Du trägst noch die Hoffnung auf ein Morgen in dir. Er sagt, was dir bestimmt sei, wird auf die eine oder andere Weise geschehen, doch du solltest dich nicht von der Vergangenheit verzehren lassen. Ja, wir sind böse, also wollen wir Rache. Gizmo versteht deine heftigen Gefühle, doch er mahnt dich, sie unter Kontrolle zu halten. Du hast selbst erlebt, wozu das führen kann. Siehst du, auf meiner Seite, los, Dunkel, los. Das scheint recht eindeutig. Der Instinkt kann manchmal furchtbar sein. Furchtbar richtig, ja. Richtig ist immer das, was Spaß macht. Hör das nächste Mal auf dein reines Herz. Welches reine Herz, bitte? Im Dunkeln ist gut munkeln. Oh, diesmal haut er das Licht ja gar nicht mit dem Spatel. Es ist traurig, dass mit dem Baum des Lebens alles sterben wird. Doch das war zu erwarten. Versteht, warum du der Welt unbedingt den Rest geben willst. Ein schnelles Ende ist wohl gnädiger. Gefällt mir. Fragt sich, ob du gerne mit den Jagni zusammengearbeitet hast. Sie hocken immer in ihren Stuben und versammeln ihre Besitztümer um sich. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Gizmo meint, es habe lange gedauert, bis die Vergangenheit die Gegenwart einholen konnte. Was du jetzt tust, liegt bei dir. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann den Unterhof nicht verlassen, da er gegen das Vakuum in der Todeszone nicht geschützt ist. Du solltest also nach Schrott suchen, um den MK-Ton wieder aufarbeiten zu können. Fang bei der alten Kiste draußen an. Du sollst zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Ihr solltet so schnell wie möglich dafür sorgen, den MK-Ton gegen den Jumbo-Knäuel kampfbereit zu machen. Ja, weiß er nicht, dass ich ihm nicht helfen will? Was ist die Todeszone? Sie gehört zu der Gegend, in der die Apokalypse am stärksten wütete. Dort gibt es keinen Sauerstoff. Nur Kreaturen, die durch die Kontamination extrem verändert wurden, können dort leben. Okay, also das Ding soll einen Weltenfresser kaputt machen, aber wir wollen ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht, dass er das schafft. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich würde das Ding gerne sabotieren. Und jetzt frage ich mich natürlich auch, wenn ich ja die Zerstörung des Lebensbaumes... Ah, da ist schon die Todeszone. Du hast eine Gefahrenzone entdeckt. Das sind große Gebiete, die von tödlichen Gefahren bedeckt sind. Diesen Umweltgefahren kannst du nur für eine begrenzte Zeit standhalten, bevor sie dich umbringen. Also sei vorsichtig. Es gibt verschiedene Arten von Gefahren. Biokontaminierte, kryogene, entzündliche, radioaktive und sauerstofflose Todeszonen. Deine Ausrüstung und der Widerstand, die du während der Charaktererstellung gewählt hast, legen fest, wie lange du in diesen Gefahrenzonen überleben kannst und wie viel Schaden du durch Gefahrenwaffen erleidest. Besitzt du gegen eine Gefahrenart einen Widerstand von 100, hältst du 100% des Schadens durch diese Gefahr stand. Ja. Okay. Ich würde nicht sehr lange standhalten. Die Sauerstoff-Signalschüssel. Justiere die Signalschüssel, um den Sauerstoffanzug zu finden. Okay. Also, was passiert, wenn ich jetzt hier hochgehe? Das ist auch alles Todeszone, oder?
Ah ja, okay. Gut. Das müssen wir uns merken. Todeszone fängt bei Gizmo an. Und ein neues Rätsel. Nein! Erst wechseln. Ah ja. Ah, das ist bestimmt die Tür. Ja. Die wollten wir ja öffnen und dann ging es nicht. Und jetzt haben wir das sozusagen freigeschalten. Okay. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wenn wir Gizmo ja nicht helfen wollen, beziehungsweise den Weltenfressern, ich wiederhole mich jetzt, weil mein Gedanke war irgendwie nicht fertig, dann besorge ich ihm einfach den Metallschrott nicht, oder wie ist das? Jetzt habe ich gedacht, der ist noch so ein netter Baum mit Blattgeld. Ja, hätte mir das Spiel mal ruhig verraten können. Oh, ein neuer Fight. Das machen wir und danach schauen wir uns die Quests an, die wir jetzt haben. Aber erstmal muss ich hier meinen Leuten helfen. Ihn mir weggeschnappt. Vor meiner Nase weggehauen. Was war das denn? Unser Jagdmi-Freund? Ich glaube ja. Gibt's hier was Schönes? Nee. Okay, dann schauen wir doch mal in die Quests rein, was wir so alles haben. Weil alte Ziegelstadt, das hatte ich erst gesehen, als ich die Aufzeichnung letztes Mal beendet hatte. Die ist schon fertig. Ah ja, hier sieht man ja schön, dass das da alles ein bisschen schlecht aussieht. Finde einen Weg in die Ruinen. Gut. Die alte Welttresore können wir mal machen, wissen wir jetzt nicht. Hier gibt es noch Gefangene. Alte Weltwissen und ich glaube hier, genau, hier geht es weiter. Der Stammeskrieg beginnt und da sollen wir uns mit dem Kriegstrupp treffen und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wenn uns unterwegs nicht irgendwas ablenkt. Oder haben wir hier noch, ist noch auf dem Weg irgendwo eine Entdeckung? Bin ich das? Dann könnten wir hier noch diesen alte Welttresor kurz. Mach mal erst das und dann gehen wir. Dann gehen wir zum Jagdmi-Stamm. So machen wir das. So, der Wegpunkt ist... kommen wir hier rüber? Das scheint mir nicht so. Oh. Da müssen wir wohl außen rum gehen. Ciao, ciao! Ich bin so froh, dass man rennen kann. Moment, laufe ich hier gerade einen Umweg? Nee, ich würde sagen, das passt. Müssen wir uns dann nur links halten. Ich
finde, es sieht so hübsch aus, vor allen Dingen, wenn, oh, wenn gutes Wetter ist. Oh, im Felsspalt verendet. Jetzt kommt gleich wieder der Kuschelkoloss, oder wie der heißt. Ich glaube, er heißt anders. Waren wir da nicht schon mal? Ich schaue noch mal schnell. Boah, lass mich. Eieiei. Ja, alte Welttresor, aber wie mache ich den auf? Geht das mit der Klonkfaust? Ich tippe auf nein, aber alle guten Dinge sind drei. Nee, ich glaube, da würde sich was tun. Wahrscheinlich finden wir irgendwas, womit wir dann diesen Apparat nebendran bedienen können. Ja, sorry, sind wir umsonst hierher, ich weiß. Ja gut, dann laufen wir jetzt zum Kuckuckpark. Praktisch geradeaus durch und dann müssen wir links abbiegen über irgendeine Brücke. Hoffen wir mal, dass er uns in Ruhe lässt. Bitte lass uns in Ruhe. Ich habe gedacht, ich könnte drüber wegspringen, aber ich war zu früh dran. Ich glaube, hier sind wir ganz richtig. Oder zu weit? Kuckuckpark? Ja, irgendwie müssen wir darüber kommen. Ist das eine gute Idee, da runter zu gehen? Wir probieren es einfach. Es sieht doch so schön nach einer Abkürzung aus. Oh, oh, oh. Oh. Läuft. Aber wo genau ist jetzt die Brücke? Okay, also wir könnten wahrscheinlich da auch am Rand lang gehen, aber jetzt will ich mal hier gucken, was da so schön... Können wir damit interagieren? Will ich damit interagieren? Ah, okay. Mein Schwimmstil ist noch zu schlecht. Wir gehen da vorne lang. Das hat man von solchen Abkürzungen. Na? Ah, Bein übersehen. Psy-Punkte. Hier noch irgendwie Geld vielleicht. Nee. Nee, nee, nee.
Ist das nicht Myriad? Schauen wir mal. Hallo! Eieiei. Gut, dass er mich in Ruhe lässt. Finde ich nett. Bam. Okay. Zwei sind kaputt. Bleibt noch ein großer und ein kleiner. Kam denn der Block jetzt da von oben? Okay. So, hier. Der Guteste. Nicht übertreiben. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kannst du dich erholen, wenn aus Tag Nacht wird und andersherum. Ich muss mich jetzt nicht ausruhen. Also scheinbar wird es irgendwann noch relevant, ob Tag oder Nacht ist. Vielleicht in heißen Gebieten? Und kalten Gebieten? Nur so eine Idee. Umgeschlagene Strickmütze. Was ist denn da unten? Seht ihr das Tierchen? Das sieht ja witzig aus. Okay. Also, ich gehe mal davon aus, wir dürfen uns jetzt den Weg zu unseren Stammesbrüdern durchprügeln. Und dann finde ich, das ist eine herzliche Gelegenheit. Ja, eine herzliche Gelegenheit. Eine großartige Gelegenheit, in die nächste Folge zu wechseln. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da. Wenn ihr findet, ich könnte irgendwas anderes machen, schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich bin da ein bisschen flexibel vielleicht. Und dann sage ich Dankeschön, bleibt fit und bis zum nächsten Mal. Ciao!